Es gibt Orte, da lohnt es sich, früh aufzustehen. Orte, an denen man immer wieder aufs Neue bemerkt, wie schön es dort eigentlich ist. Wo sich zu Hause sein genau so anfühlt, wie man sich das immer vorgestellt hat. Wo aus Ideen Innovationen und aus Standortfaktoren Arbeitsplätze werden. Es gibt Orte, da treffen Kulturen aufeinander und schaffen gemeinsam etwas ganz Neues. Und manchmal gibt es Orte, an denen es das alles auf einmal gibt. Harreslee ist das Tor zum Norden, die Brücke nach Skandinavien. Mitten im Grünen, direkt an der deutsch-dänischen Grenze, Flensburg und seine einzigartige Förde ganz dicht vor den Füßen. Genau dort liegt unsere Gemeinde. Man kann das als Perle hier an der Flensburger Förde bezeichnen. Wir wohnen hier, wo andere Leute Urlaub machen. In Harreslee leben sie auf der Sonnenseite Schleswig-Holsteins. Sie wohnen im Grünen, haben aber dennoch alles in der Nähe, was sie zum täglichen Leben und darüber hinaus benötigen. Das hat sich mittlerweile ganz gut herumgesprochen. Die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden ist lebhaft. Regelmäßig weisen wir deshalb mit viel Augenmaß Wohnbaugebiete aus. Gut durchdachte Verkehrskonzepte sorgen für ein ruhiges und sicheres Wohnen. Rund 12.000 Einwohner haben hier bei uns ein Zuhause gefunden. Harreslee ist sehr attraktiv für junge Familien. Hier fahren nicht so viele Autos und man kann mit etwas besserem Gefühl die Kinder rauslassen, auch mal 5 Minuten vielleicht sich umdrehen. Ja, Harreslee ist schön, weil wir hier alles haben. Jonas geht zu Kindergarten, unsere Tochter geht zur Krippe, direkt nebenbei liegt die Schule, da wird er später hingehen. In das gleiche Schulgebäude geht das sogar zum Fußball und Handball, also was kann man mehr? Ne? Über 1000 Kinder und Jugendliche haben in den 3 Schulen der Gemeinde ihren Platz. 6 Kindergärten, ein Krippenhaus, eine Bücherei und 2 Freizeitheime sorgen für ein optimales Betreuungs- und Bildungsangebot mit kurzen Wegen. Harreslee ist eine lebendige Gemeinde. Norddeutsche Gelassenheit trifft hier auf dänische Lebensfreude. Überall kann man diese erfrischende Vielfalt spüren. Ob morgens auf dem Wochenmarkt oder nachmittags im Skatepark. Langweilen muss sich hier niemand. Nein, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche nicht. Wir bieten eine umfangreiche Freizeit- und Betreuungspalette, um familienfreundlich und nachhaltig in dieser Gemeinde zu wirken. Sport- und Freizeitangebote gibt es wie Sand an der Förde. Ob im oder auf dem Wasser. Ob in der Halle oder auf dem Rasen. Ausleben kann sich bei uns jeder. Das gilt auch für den kulturellen Bereich. Neben dem Museum Kupfermühle und regelmäßigen Kunstausstellungen ist Harreslee vor allem für seine lebendige Theatertradition beliebt. Mehrmals im Jahr begeistern hochkarätige Tourneetheater die Besucher im Bürgerhaus. Gleich mehrere lokale Theatergruppen sorgen auf ihren Bühnen für originelle Unterhaltung made in Harreslee. Genießen Sie Kultur direkt vor der Haustür. Freuen Sie sich auf Abende, die Sie so schnell nicht vergessen werden. Es freut mich als Bürgervorsteher, dass so viele Menschen sich in Harreslee ehrenamtlich engagieren, in Vereinen und Verbänden tätig sind. Das bereichert unser kulturelles Leben und das macht Harreslee lebens- und liebenswert. Über 60 Vereine unterschiedlichster Art gibt es in Harreslee. Gleich 3 freiwillige Feuerwehren sorgen im Ernstfall dafür, dass nichts anbrennt. Auch in der Volkshochschule und den 3 Kirchen engagieren sich viele Harresleer für ein lebendiges Gemeindeleben. Wo Menschen sich wohlfühlen, da zieht es auch Unternehmen hin. Als Wirtschaftsstandort hat sich Harreslee einen starken Namen gemacht. Eine hervorragende Infrastruktur sorgt für ein gesundes Investitionsklima. Über 3000 Arbeitsplätze sprechen für sich. Durch die Nähe zu Dänemark haben sich in Harreslee viele der großen Grenzhändler angesiedelt. Die Einkaufsmöglichkeiten sind erstklassig. Auch wichtige Kreis- und Landeseinrichtungen sorgen in Harreslee für Arbeitsplätze. In der Landesfeuerwehrschule werden das ganze Jahr über Führungskräfte für die Feuerwehren im Land ausgebildet. In der Leitstelle Nord werden die Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze für Nordschleswig-Holstein koordiniert.
100 Hektar Gewerbeflächen wurden in den vergangenen Jahren erschlossen. Wegen der starken Nachfrage sind bereits umfangreiche Erweiterungen geplant. Sie suchen eine attraktive Gewerbefläche für Ihr Unternehmen? Vielleicht ist Haresley ja genau der richtige Standort für Sie. Wenn es um die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen geht, unterstützen wir Unternehmen schnell und unbürokratisch. Viele namhafte Unternehmen setzen schon seit Jahrzehnten auf den Standort Haresley. Was Haresley bei Gästen so beliebt macht, ist diese einzigartige Lage. Rund um den Ortsrand schlängeln sich Wanderwege durch eine idyllische Wald- und Wiesenlandschaft. Entdecken Sie mit dem Fahrrad versteckt gelegene Seen oder gehen Sie zu Fuß auf spannende Erkundungstouren. Genießen Sie am Ufer der Förde die frische Ostseeluft. Atmen Sie mal wieder richtig durch. Für einen erholsamen Aktivurlaub bietet Haresley über 1500 Übernachtungsmöglichkeiten. Haresley hat viele verschiedene Facetten und genau das macht unsere Gemeinde aus. Also für mich persönlich ist Haresley erst einmal eine Gemeinde, in der ich gern lebe, in der ich gern arbeite, für die ich gern arbeite. Und das liegt natürlich insbesondere an den Menschen. Auch die gesunde Mischung aus deutscher und dänischer Kultur, die Lage zwischen der Grenze der Flensburger Förde und der Stadt Flensburg als Oberzentrum machen für mich so den besonderen Reiz und Charme dieses Ortes auch mit aus. Es ist diese einzigartige Vielfalt, die Haresley zu dem macht, was es ist. Ein Ort zum Aufwachsen. Ein Ort zum Durchstarten. Ein Ort zum Abschalten. Haresley, ein Ort, der einen immer wieder zum Staunen bringt.